kurz das hier raus. Und mal gucken, was man noch so lernen kann. Ich brauche ja auch wieder die Schilder zum Beschriften. Richtig. Machen wir dann quasi hier... Vorne mache ich auch wieder so einen kleinen Balkon, ne? Wie sonst auch immer. Ist das nicht noch eins oder breiter? Ne, ich will's so... Also ich hab's immer schmal. Also... ja. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Part 20. Jetzt kann ich es ehrlich mal sagen, ich habe es zehnmal sagen wollen und es war kein Part 20, jetzt ist es Part 20. Willkommen zu Part 20 von Let's Play Ark zusammen mit mir und mir. Richtig, Jalla Abfahrt, Alter. Heute wird ge... du nicht, Sau. Du Sau. Ne, den einen Narkofall, den verschwende ich auch nicht für deinen Ass. Hello, my friend. Hello, ja, genau. Das, was ich schon in der letzten Folge... Meine Ankündigung fand ich von dir nicht so toll, deswegen habe ich nichts gesagt. Ach so, verständlich ist. Ja, ich schlag dich jetzt auch kaputt. Du musst sagen, natürlich auch mit dem weltbesten Ark-Spieler, Warzone-Spieler... Lorenz. Ja, merke ich mir fürs nächste Mal sortiert, Alter. So, also in der letzten Folge, falls ihr sie nicht gesehen habt, schaut vorbei. Playlist und so. Darfst auch gerne Kapi dahinter setzen. Kapi, okay. Kapi. Haben wir. Hat Lorenz angefangen, hier unser Lager zu bauen? Der ist nämlich der Lagermeister. Jedes Mal, wenn wir Ark gespielt haben, hat er unser Lager gebaut. Und ich bin auf der Suche nach. Im Sinn des Lebens. Jetzt zeig mal, was du gebaut hast. Also die Schränke sind von mir. Es also ist wunderschön. Ich hab das hier gebaut, das hier und den Ofen. Nee, ich bin... Halt's Maul. Ich bin... Er hat nur ein Metall gebrannt. Ach, hier ist das andere Metall. Ah. Ach, da ist mein Ball. Ich denke, ich werde mich jetzt auf die Suche nach Metall begeben, damit wir uns ein Werkbank machen. Hier ist auch noch Metall, ne? Geschmolzes oder? Ja, da ist ein fertiges, ne? Ja, hab schon gesehen. Metall und ein fertiges. Ja, nee, ich brauch Großmetall, weil wir uns eine Werkbank wieder bauen wollen. Müssen. Also damit wir uns. Eine Werkbank bauen. Damit wir uns dann die Sättel angucken können, damit wir wissen, was wir alles so für die Sättel brauchen. Und dann uns die Sättel craften, damit wir uns auf die Suche nach Nutztieren begeben. Unsere Hauptpriorität dabei liegt. Momentan auf einer Anke, einem Ankylosaurus Rex Suizid, Alter, was? Weiß ich nicht. Einem Dödel Deo Deko Motherfucker und einem Justin Bieber. Das sind so unsere Hauptprioritäten jetzt als Farmtiere fürs Erste. Auch die erstmal. Potenziell nur eins, je nachdem, was die Sattel alles kostet. Ich muss mir das gleich mal anglotzen. Wenn jetzt was die Sattel alles kostet. Wenn die jetzt nicht unbedingt krass viel Materialien. Also, wir brauchen auf jeden Fall Metall. Wir müssen, glaube ich, einmal zu Fuß safe an den Metallbag, um einmal ordentlich Metall ranzubringen, weil ich glaube, kostet schon viel Metall, so die Sattel. Die Sattel. Moin. Hey, warum? Alter, Dilos sind nicht so aggressiv wie früher, kann das sein? Ich bin gerade an einem vorbeigelaufen, der hat mich nicht angespuckt. Genau, und je nachdem, vielleicht zählen wir uns auch direkt von jedem Part 2, wenn gerade zwei gute dabei sind. Ich würde sagen, wir scheißen erstmal potenziell aufs Level und sehen sie wirklich, wie ich schon in der letzten Part gesagt habe, erstmal hauptsächlich als Nutztiere, oder? Oder ja, also ich würde. Ja. Ich würde auch erstmal Nutztiere machen. Also ich. Brauche ich auf jeden Fall für das Lagerhaus, brauche ich auf jeden Fall einen Biber. Das richtig. Du brauchst so viel Holz. Ja, du brauchst halt Holz, Stroh und Fasern. So, Fasern kriegst du mit einer Sichel halt hin. Stroh kriegst du auch noch relativ mit. Ja, relativ so mit der Hand, denke ich, hin. Ich freue mich jetzt schon wieder darauf, wenn das Lager fertig ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, du baust es so schön und es ist so schön übersichtlich, weißt du? So in der Mitte die Werkbank, dann ich sehe es schon wieder vor meinem geistigen Auge vor mir, ne? Also, ich hoffe, dass es mit den Parts so hinhaut, dass genau der Part, wo du es fertigstellst, dein Part ist.
Es ist einfach, ohne Scheiß, Leute, mal, der baut das so, ja, wenn, dann hören wir einfach früher auf oder gucken halt plötzlich halt. Hast du zufällig nur 50 Stein? Alter, ich hab so viel Stein, wenn du zu mir kommst, ich bin gerade hier hinten am Stein abkloppen. Und ja, ganz hinten beim, also quasi einmal über den See. Aber ich hab keine Ausdauer mehr. Weil ich hab grad schon das Metall rausgenommen, dann können wir die Werkbank schon machen. Ich hab erstmal geschissen. Oh, hier ist der Affe. Oh, jetzt hab ich kein Dings mehr. Moin, Meister. Wie viel kannst du denn tragen? Oh, 50. Gut, ich geb dir 100. Ich kann sogar noch mehr tragen. Ah, ja. Ich mach dann schon mal die Werkbank. Soll ich die einfach provisorisch da irgendwo hinstellen? Warte mal, du machst jetzt schon die Werkbank? Ja, ja. Achso, ja moin, okay, ja egal, dann fahren wir trotzdem weiter, wir brauchen ja trotzdem Metall. Ja, stell die auch einfach erstmal provisorisch dahin, damit wir erstmal wegen den Sättel gucken, weil ich weiß... Okay, also ich würde einfach auch die Sachen, die wir jetzt erstmal so brauchen zum Craften, würde ich einfach mal richtig widerlich dahinstellen. Ja, ja. Das wird ja nach nichts aussehen, aber dann, wenn das Lagerhaus fertig ist und dann unser Maschinenraum wieder und sowas, und Craftingraum, dann würde ich einfach nochmal neu craften, weil bisher haben wir so viele Ressourcen, dann juckt's auch nicht mehr. Richtig. Das Ding ist, ich weiß halt, safe für den Biber-Sattel brauchte man sehr viel Metall. Also im Grund, der hatte ja quasi eine eingebaute Werkbank. Ich glaube, deswegen brauchtest du bei dem sehr, sehr viel Metall. Meine ich mich erinnern zu können. Wie steht? War denn die Werkbank oder was? Hängen die so voll auf der Kante, ne? Naja. Egal, du hattest mich nach dem Tschüss. Bye, have a great time. Bye, have a great time. Also wir haben ja uns auch vorgenommen, für das Let's Play Projekt jeden Dino einmal zu zähmen, ne, hatten wir uns ja so vorgenommen. Ja, wieder aber so am Ende erstmal so eine, also es wird in der Let's Play Serie eine werden wir schon viele separate machen. Serie. Ja. Ich denke halt, allein durch die ganzen Nutztiere, die wir brauchen, werden halt schon so viele von den Dinos quasi sich ergeben. Aber allein, wenn du es überlegst, wenn wir unsere eigenen kleinen Let's Plays, in Anführungsstrichen, sag ich jetzt mal, also wo wir gezockt haben, gemacht haben, da hatten wir halt auch hier Tiere drin rumlaufen, mit denen wir nie was gemacht hatten. Wir hatten hier einen scheiß Giga einfach so rumstehen, so auf dem Parkplatz, weißt du? Oder ja, weil wir halt Bock hatten, den zu zählen. Richtig, so und auch, ich wäre aber auf jeden Fall dafür, dass wir es so machen, dass wir von jedem Tier, so Arche Noah getreu, ins Paradies von jedem, also nicht jedes, also jetzt, wo das Platz wäre halt genug, weil so ist jetzt nicht. Ich würde echt sagen, dass man sagt, jedes Tier zweimal hier reinpappen. Ja. Also männlich und weiblich. Lassen wir die dann auch wieder laufen, weil dann haben wir wieder viel Stress, dass die Dummheiten machen. Ich würde sagen, wir lassen die, die wir nicht so brauchen, die lassen wir nicht laufen, aber so Nutztiere wie diesen Riesenaffen und so, die würde ich laufen lassen, weil dann farmen die ja auch. Ja, das Ding ist aber, es sieht halt, so doof es klingt, es sieht aber auch schön aus, wenn hier alle so rumlaufen, anstatt wenn alle so am Parken sind. Ich sag mal, wir hatten ja jetzt nicht wirklich Stress mit denen, das, vor allem nicht im Paradies, weil da kommen die ja selten durch an die Ausgänge und... Die haben sich aber manchmal rausgebackt. Das war auf Ragnarok am meisten das Problem. Ja, wie oft haben wir die hier aus den Gängen auch rausgeholt? Ja gut, aus dem einen Gang, stimmt, aus dem einen Gang haben die sich immer mal wieder rausgebackt, das stimmt. Ja, ich würde halt sagen, man guckt, vielleicht macht man das ja auch so, dass man dann sagt, okay, wir zäunen eventuell ein Stück Wasser mit Land ein, wo man die dann eventuell reinstellt, so die kleinen Viecher. Weißt du, ich habe mir letztens die Trailer angeguckt, bezüglich Intro. Und weißt du, was ich da gesehen habe, wo ich dachte, okay, da freut der Lorenz sich gewiss jetzt schon drauf, auf einen Otter. Ja. Also Otter muss ich auf jeden Fall wieder haben. Alter, also es gibt keine Arc-Session, wo wir mal richtig so gezockt haben. Oder was heißt Session? Wo wir Arc gespielt haben, wo ich keinen Otter hatte. Ich glaube, ich hatte immer einen Otter. Du hattest immer einen Otter, ja. Ist halt wirklich so. Absolut Lieblingstier. Gäb's hier noch Waschbären. Boah, beste. Das wäre schon wirklich cool. Warte mal. Fasern, Leder, Stein, Metall. Stein habe ich. Warte mal gucken, was ich bin dumm, brauch, Alter. Ich habe komplett wieder die Einstellung verlernt. Ich habe auch nichts anderes gespielt. Das ist ganz komisch. So, ich würde erstmal alles hier reinschmeißen. Die Tage haben wir nicht gespielt, ne? Ja, aber Alter, ich weiß nicht mal mehr, dass ich mit länger X gedrückt halt die Sachen aus dem Inventar rausziehe. Wie doof kann man werden über 2-3 Tage? Ich glaube, da habe ich schon nicht einmal verwendet, dieses Feature. Ja, wenn du länger X gedrückt hältst, ploppt das automatisch ins Inventar.
Oder halt in das, wo du halt rein haben willst. Ah, stimmt. Ah, das meinst du. Ah, ja, doch, doch, klar. Ich drück grad die ganze Zeit Viereck. Warum? Keine Ahnung. Ich muss jetzt mal kurz hier unsere Tiere durchklotzen. Was die für Farmsachen noch. Was glaube ich für Farmsachen? Für wichtige Sachen. Ja, du hast halt nur leider 3 Gehirnzellen für 3 Kreise und ein X, ne? Ja. Die vierte ist dann kritisch. Richtig. Richtig. Aber jetzt durch dieses ganze Farmen und Craften kriegen wir auch wieder Level dazu. Das ist auch wieder gut. Das stimmt. Das ist very good. Gut, ich packe hier mal alles raus. Alles hier rein. Oh, jetzt sehe ich nichts. Weißt du, 2 Sekunden hier wird erstmal wieder alles abgeholzt. Och nö. Hätte der halt Angst vor mir. Wer? Der Dilo. Dilo hat Angst vor dir. Ja. What? Seit wann geht denn das? Hab keine Ahnung. Alter, ich kann mich nicht bewegen. Wie viel bin ich zu schwer? Ich muss mit meinem Inventar glotzen. Ich bin ein bisschen sehr viel zu schwer. Ich weiß aber, was ich rauspacken kann. Wer braucht das? So, Frage Nummer 1. Auch das, Frage Nummer 2, Alter. Was sind diese weißen Perlen, Alter? Total unnötig. Alle rausschmeißen. Ist ohne Scheiß? Nein. Alter, keine Angst. Ich wollte gerade sagen. Ich habe gerade, während ich das gesagt habe, schon so über beide Ohren gegrinst und dachte mir so, Alter, jetzt ist jetzt der Lorenz so. Warte, was? Ich will tauchen, ich brauche die scheiß Perlen. Ja, absolut. Das ist mit das Nervigste, was ich später... Es ist halt das maximal Nervigste, hast recht. ...farben muss. Ah, hier, hast du das schon eingesammelt hier im Paradies? Ist ja diese, auch wieder dieses Dingens. Echt? Wo ist die? Ach, da hinten, ja, bei dieser Ruine, ne? Genau. Mal gucken, wo es ist. Oh, der Dilo. Stopp, Dilo. Nee. Ah, hier ist die Kiste. Explorer Note. Wo bist denn du? Hier kam halt einfach nichts raus. Oh ja, aber wahrscheinlich habe ich das schon mal gefunden. Okay. Ich komme gelaufen. Lol, aber ich habe trotzdem den Boost. Gerade. Mich greift der an, oder was? Ne, doch nicht. Wo ist denn die? Wo hängen die genau? Hier, wahrscheinlich hier in der Ecke irgendwo, ne? Ja, hier. Ja. Ja. Schön. Ihre. Schöne Animation, wie die Kiste aufgeht. Ich hätte zwar jetzt noch gerne die Explorer Note gesehen, aber nö. Da hast du auch nicht gesehen. Nee. Ich hatte auch, wo wir die erste aufgemacht haben, hatte ich auch im Inventar schon oder in der Anzeige Dings schon gesehen, dass wir irgendwie 3, 4 schon hatten. Ja, ich auch. Wie kommt. Egal. Den nehme ich jetzt mit. Was denn? Lag ein Piranha einfach nicht im Wasser, der lag richtig am Ufer und den ziehe ich jetzt mit. Ja, warum nicht? Den schmeiße ich jetzt da oben irgendwelchen Tieren. Nee, kein Bock, ich bin dann langsam. Ganz schnell den Plan wieder über Bord geworfen. So. So, ich habe jetzt 16 Foundations. 16 Holz. Foundations. Oh, ich bin froh, wenn du diese Tore hier gemacht hast. Oh, ich einmal auch. Komplett außen rumrennen ist so bescheiden. Ich denke auch, ich hatte ja sonst hier immer an der großen Seite auch ein großes Tor. Ich denke, ich werde hier nochmal einen neuen Plan schmieden. Also auf der linken Seite... Weißt du den grünen Piranha hier? Der jetzt hier vorne am Strand liegt. Ja, genau, den hatte ich bis dahin gezogen. Der lag da, aber ungefähr so wie er da liegt, lag er auch schon da. Achso, ich lass ihn mal liegen. Ja, lass ihn mal liegen. Ich bin am überlegen, also ich bin einen Plan am Schmieden schon jetzt, wie ich das ungefähr einrichten möchte. Weil ich hatte aus der Seite, wo du jetzt reingehst, hatte ich ja immer dieses große B-Motor und dann halt einfach links und rechts Wände gezogen. Ja. Ist halt in der Hinsicht gut, du kannst da halt große Dinos rausholen und es nimmt halt schon viel Platz weg mit einem Bauteil, sag ich mal. Ja. Was ja prinzipiell gut ist. Jedoch war es halt immer ein Krampf und es sieht halt auch nicht geil aus, wenn da so ein Riesentor ist und dann halt so 2 Meter hohe Mauern gefühlt. Aber wir haben jetzt auch diese Dreiermauern da. Richtig, also. So. Und deswegen bin ich jetzt noch überlegen, wie ich es am besten anpasse. Aber auf die andere Seite, also jetzt quasi in die Richtung, wo du das Lager baust, baue ich wie immer nur einen normalen Türdurchgang hin, oder? Würde ich sagen. Normalen Türdurchgang. Also eine ganz normale Tür halt als Durchgang. Also eine Mauer, denke ich da. Ich denke, ich baue dann halt, versuche auch im Prinzip von dem, dass man quasi, wenn hier das Gebäude fürs, wie heißt die Kacke? Sprich es nur aus. Wie heißt das? Ich glaube, ich mache aber nur eins weiter mit Holz weiter, oder? Technikgebäude, ja, vielleicht sogar 2 oder so. Weiß nicht.
Keine Ahnung. Das musst du wissen. Nee, dass man quasi von diesem Technik... Lol. Von diesem Technikgebäude quasi einen Ausgang hat und dann direkt auf hier diese Brücke läuft und dann halt da diesen Turm hoch, den ich dann da bauen will. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Und da habe ich ja auch in dem letzten Projekt auch nur eine Tür reingebaut, wo man einfach durchgehen kann, weil da halt kein großer Dino oder so durch muss, sag ich mal. Und normal. So. So, so würde ich es lassen. So, der Grundriss. Warte, ich guck mir den Scheiß mal an. Also den coolen Scheiß, ne? Ich meine das nicht so, wie du jetzt vielleicht denkst. Sorry. Ich nehme mal kurz das hier raus. Und... mal gucken, was man noch so lernen kann. Ich brauche ja auch wieder die Schilder zum Beschriften. Richtig. Machen wir dann quasi hier... machen wir auch wieder so einen kleinen Balkon, ne? Wie sonst auch immer. Ist das nicht noch eins breiter? Nee, ich will's so... also ich hab's immer schmal. Also... ja. Weil du hier links und rechts kommen ja nur die Kisten hin und in der Mitte ist nur die Werkbank. Aber die Werkbank, die rückt ja auch jetzt mit hier hinten rein. Ja, aber du musst bedenken, wenn wir dann mit Tieren rein wollen und dann umzuladen oder so. Das passt. Hat immer gepasst. Weil die Tiere, die sind ja, also die Farmtiere sind ja nicht so groß. Und dann hast du hier so einen Zaun hingesetzt und hier quasi... genau. Oh, ich freu mich so darauf, wenn das fertig ist. Aber nee, sieht gut aus so. Ich würde aber, glaube ich, zwei Werkbänke machen. Dann eine hier mit in dieses Lager rein. Also hier, wo ich gerade stehe, so wieder in die Mitte. Warte, ich drehe mich jede Sekunde um. Ich war gerade am, ja. Hier in die Mitte. Ja. Aber dann separat auch nochmal eine hier hinten, dass wir nicht immer hin und her laufen müssen. Aber das hier, ja, hier ich denke, allein für die Elektrosachen zu craften, wofür wir Electrical und so einen Scheiß brauchen und, genau, dass wir dann eine eigene Werkbank haben. Oh, hier kommt ein roter Loot runter. Ja, hab ich schon gesehen. Ich hab keine Ahnung. Ich denke schon, ich flieg mal hin. Ja, schau mal. Als er überhaupt schon unten ist. Ja, der kommt jeden Moment an. Ich habe einfach drei Level, die ich machen kann. Ich glaube, der rote ist doch der... ist nicht der rote der beste Loot Drop? Ich meine auch. Er sitzt auf jeden Fall auf einem Baum. Auf einem Stein. Level 60. Ja, welches Level bin ich? Level 60 können wir noch nicht. Ah, 45 kriege ich in der Folge hin, Kappa. Oh, allein schon wieder... mit einem Petri zu fliegen und dann einfach ganz schnell da hochfliegen und ganz schnell runterfliegen. Ah, das ist einfach so geil. Was war ich jetzt hier am machen? Also erstmal hier ausmachen, reingucken. Wie viel Metall habe ich denn jetzt? Oh, 13. Das ist schon mal gut. Gut. So. Sättel. Ich brauche Fasern. Fasern sind gerade keine Mangelware. Ich habe hier gerade 162 gefunden. Wahrscheinlich sind hier auch nochmal 162 drin, Alter. Nö. Ich muss mal kurz da draus werden. Also du kommst erstmal. Darf ich bitte einmal hier runter? Danke. So, jetzt gehe ich nochmal farmen. Erstmal hier hin. Bis dahin. Was brauchen wir hier von gerade? Absolut nicht. Ich scheiß einfach mal hardcore auf die scheiß drei Wasserbeutel, wenn ich ehrlich bin, ja? Okay, danke. Ja, die brauchen wir auch nicht. So. Wir sind irgendwann so mobil, dann sind wir direkt immer am Wasser. Absolut. Sattel. So, ich kann einen Dödelsattel machen und das tue ich nun auch. Boah, es reicht exakt vom Metall für einen Anke-Sattel noch. Ach du also, Scheiße. Jetzt greift er mich an, ne? Jetzt greift er mich an. Fasernleder. Level 45er. Ich glaube, wenn wir den Server neu starten, ne? Ja. Dann ist halt erst so, die ganzen schwachen Dinos sind da, aber die werden halt ja dann nach und nach weggefressen, ne? Und dann spawnen wieder höher Level. Das ist gut höher möglich. Level. Also ich hab... ach, leck mich doch. Weißt du, was du meinst? Kann sein, also ich hab wirklich keine Ahnung, also wirklich nicht. Ich denk, wir... oh, wer hat denn hier hingeschissen, Alter? Paul. Entschuldigung. ich denk, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, wenn wir uns hier mal aufgebaut haben und dann mal alle... Tiere, die wir brauchten, zähmen und dann auf höherlevelige Tiere zum Töten gehen wollen, dass wir dann einfach den Server ja nochmal höher setzen können. Das ist jetzt. Ist ja nicht das Problem. Wir können ja anpassen. Unserem ja. Skill-Level, sage ich mal. Also bleibt der halt auf 0 stehen. Aber. Fasern, Alter. Fasern. Weißt du, worauf ich mich freue? A, wenn wir diesen Gigantopithecus haben, den komischen Affen. Alter, ich habe heute noch drüber nachgedacht. Ich freue mich so darauf, wenn wir einen Quetz haben. Allein nur wegen dem Namen. Weil wir beide wissen, welchen Namen wir dem geben. Egal ob männlich oder weiblich. Wir wissen es beide, aber wir sagen es jetzt noch nicht. Das ist eine Überraschung. Nee, ich sag's doch nicht.
Aber wir wissen, du weißt es genauso gut wie ich. Das ist ja schon schön. Ja. Ich freue mich auch schon darauf, wenn wir die erste Sichel haben, Alter. Dann wird schon mal. Ich habe gerade so das Bedürfnis, diesen Namen zu sagen. Ja, ich auch. Wir sagen es, wenn die Aufnahme zu Ende ist. Und ich schneide das dann so, dass man nur so diesen, so einen ganz minimalen Bruchteil von dem Anfangsbuchstaben hört. So. Und dann Cut. So, ich glaube, wir dürften jetzt einen Ankesattel. Also, wir haben jetzt einen Dödel und einen Ankesattel. Dödel guck mal und kurz. Ankesattel. Guck mal kurz, wann ich den Kasteoreudesattel machen kann. Ich wollte dich nicht angreifen, tut mir leid, dann lauf doch weg. Das ist gelogen. Oh, der. Ja, der Wecker. Okay, der Timer ist zu Ende. Ne, ich wollte eigentlich gerade sagen, dass hier der Dilo den Affen, den ich zähmen wollte, angreift. Kasteoreude, Alter. Kasteoreude. Es wird halt komplett anders ausgesprochen. Kasteoreude. Ich glaube, wir bekommen den halt relativ spät, ne? Wir müssen halt noch ein bisschen leveln, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Kasteoreude. Manta. Alter, lass mal einen Manta-Sattel lernen. Oh ja. Oder konntest du den für den Biber im Inventar machen? Das kann natürlich auch sein. Ja, ich weiß es, glaube ich. Nee, ich meine. Ich klotz gerade mal kurz nach. Kasteoreude, ist das ein Kasteoreude? Triceratops. Also für einen Trike, den kannst du im Inventar machen, aber für so einen scheiß Biber, nee, dafür brauchst du eine Werkbank. Nee, da geht leider nicht durch. Ich glaube nicht, nee. Was hier ist für ein Fahrer, nee. Okay, gut, die Folge ist aber zu Ende. Und wir an dem schönen Wecker klicken. Warum habe ich gleich im Inventar? Egal. Die Folge ist zu Ende. Falls ihr euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaltet auch beim nächsten Mal am Dienstag dann wieder ein. Aus du machst Lorenz. Doch nur eins breiter. Ehre aller, aus Lorenz Sicht. Und ja, wie gesagt, schaut bei der Playlist vorbei, schaut die anderen Folgen gerne. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns, hören uns, riechen uns beim nächsten Mal. Haut rein.